Guten Tag, Leute. So, ich habe eine kleine Ankündigung. Ja, Info, Video kann man ja jetzt mehr oder weniger sagen. So, ich habe ja momentan Urlaub, sagen wir so. Und ich habe ja prophezeit, wenn ich wieder Urlaub habe, wenn ich mehr Zeit habe, werde ich streamen. Und ja, morgen ist ein besonderer Anlass, mehr oder weniger. Mein Geburtstag, ein Anlass halt. Und ja, ich würde morgen Nachmittag mal streamen, weil. Habe ich jetzt schon länger versprochen, habe ich jetzt länger auf die lange Bank geschoben, dass ich nicht stream. Und ich stream immer unheimlich gern, muss man sagen, weil man direkte Kommunikation mit euch hat. Ich weiß zwar noch nicht, was ich stream, aber morgen Nachmittag um 1 fange ich Stream an, also 13 Uhr, fange ich das Stream an, werde so bis um 5, halb 6 werde ich streamen und werde da für euch mal da sein einfach und streamen und. Ja, habe meine Twitch-Seite auch ein bisschen umgebaut. Ja, damit es auch wirklich nicht vergesst, könnt ihr ja schon mal vorher folgen. Unten in der Videobeschreibung natürlich der Link zum Stream, der dann morgen um 13 Uhr stattfindet. So, wenn ich mich noch ein paar Mal öfters wiederhole, dass morgen um 13 Uhr ist, dann wird es ein bisschen unauthentisch. Ja, ich habe da an meinem Geburtstag habe ich da immer so, ja, Inventionen, dass ich da Lust drauf habe, dass ich stream. Ich weiß noch nicht was, wie gesagt, und ja, das wird relativ random und zeitnah entschieden, was ich stream. Wird dann höchstwahrscheinlich in der Beschreibung vom Stream dann eh drin stehen und ja, würde mich freuen, wenn ihr vorbeigucken würdet. So, und dann wäre da noch ein zweites Anliegen. Jetzt muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich und Julia Trin hätten eigentlich vorgehabt, über Silvester wegzufahren. Das hat sich jetzt eigentlich ein bisschen zerschlagen. Ist scheiße gelaufen, naja, hilft nicht. Funktioniert halt nicht immer so, wie man sich's vorstellt, wenn man es gerne hätte. Also funktioniert das nicht. Und deswegen wollte man fragen, ob die Resonanz bei euch da wäre, dass man an Silvester anfangen zu streamen. Da wird man dann auch umbauen, Feuerwerk von unserem, ja, von unserer schönen Warte aus zu zeigen. Unter anderem, Julia hat auch schon solche Themen angesprochen, wie die Community kann da mitspielen, dass man. Wie sie zum Beispiel eine Runde LOL macht, ich mal eine kurze Pause mache, weil durchgehend Stream ist halt auch immer so eine Sache, dass die Qualität auch noch erhalten bleibt, dass sie vielleicht mit der Community ein bisschen LOL spielt. Ich vielleicht, was weiß ich, boah, Worms Clan Wars oder irgendwie was anderes mit den Leuten spiele, ich weiß noch nicht was. Da bin ich immer relativ planlos. Das wird aber dann im Stream sicherlich auch noch entschieden. Würde mich auch freuen, wenn ihr ein bisschen mit mir spielen wollt. Also, wenn ihr wollt, dass wir Silvester streamen, also steht aber noch nicht fest, dass wir es tun, auch wenn die Resonanz groß ist, wollte ich nur mal dazu sagen. Aber das würde uns die Entscheidung ziemlich erleichtern, dass wir dann sagen, ja, wir streamen an Silvester. Keine Ahnung, wann wir da anfangen. Das steht alles noch total im Raum. Da muss ich mit Julia mich nochmal kurz schließen. Aber die Zeit ist momentan sehr begrenzt. Wenn sie heimkommt von der Arbeit, muss sie aufnehmen. Und ja, das ist halt sehr tricky. Deswegen ist da noch nicht so viel geklärt. Aber die Option bestünde, dass wir eventuell streamen. Wenn die Resonanz groß genug ist, also ab in die Kommentare mit euch. Und einfach schon mal. Ja, kundtun wollt ihr nicht? Haut einfach in die Tasten und schreibt uns das. Und auf welchem von den zwei Twitch-Accounts das dann kommt, weiß ich noch nicht. Wird wohl eher der Fall sein, dass es auf ihrem läuft. Glaube ich jetzt mal, bin ich aber nicht sicher. Das kann man im Vorhinein noch nicht sagen. Würde mich freuen, wenn ihr dann, ja, wie gesagt, morgen dabei seid. Bei meinem Livestream, wie ich definitiv mache. Ich werde jetzt auch die Urlaubstage ein bisschen öfter streamen, kann auch unangekündigt sein, deswegen ist es eigentlich immer relativ nice, wenn ihr das schon mal im Vorhinein followt. Dann tut ihr euch da leicht, dann kriegt ihr auch gleich mit, wenn ich so einen Stream starte. Ja, gut, dann habe ich eigentlich so ziemlich alles erzählt. Neue Projekte gibt es nicht. Gut, eins wird vielleicht morgen auferweckt noch. Viele haben ja schon gedacht, dass es tot ist. Ich auch unter anderem. Aber hey, es macht zu viel Spaß, um es liegen zu lassen. Also
Da könnt ihr euch morgen auch drauf freuen. Das kommt dann, wenn ich dann so um 5, 5:30 aufhört zu streamen. Dann kommt das Video auf meinem Kanal. Könnt ihr euch drauf freuen. Wer es halt mag, ist halt auch immer die Sache. Nicht jedes Spiel mag jeder. Da werde ich auch eine Doppelfolge rausklöppeln, weil ich doch wieder hinten dran bin. Hab ich nicht irgendwie machen können. Kommt vor, kommt vor. So, ich bin dann mal weg. Ich bin raus für heute. Und morgen Livestream. Wäre geil, wenn ihr dabei seid. Und nicht vergessen, in die Kommentare schreiben, ob ihr einen Silvester-Stream seht. Ja, wurden jetzt wieder schon wieder ein bisschen länger. Alter, 5 Minuten. Für das, dass ich drei Themen anspreche und das eigentlich nur grob umreiße. Naja, ja, ciao.